Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen Der Bauernhof. Ja. Ich muss kurz auf die Uhr gucken. 18:37. Okay, neues Spiel starten wir. Ja, es lädt. Und da sind wir auch schon. Willkommen auf dem Bauernhof. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Versorge deine Tiere und bewirtschafte die Beete, sodass du recht bald die Produkte deiner Arbeit in der Stadt verkaufen kannst. Mit ausreichend Kapital kaufst du dort neue Tiere sowie Saat- und Futtermittel. Hast du genug Geld verdient, um deinen Traktor reparieren zu lassen, steht dir der Weg zu den Feldern frei. Dort kannst du im großen Stil Landwirtschaft betreiben. Das Spezielle ist erreicht, wenn du ausreichend Kapital hast, um den Ausbau deines Bauernhauses zu finanzieren und viele Tiere deinen Hof beleben. So. Wir, der kleine Bauer Hans, können gleich mal Beet 1, also hier sind immer die Beete, drei Beete. Da hinten chillen die Schafe, dahinter die Kühe, da die Hühner, da die Schweine und hier die Gänse. Das ist das Auto, mit dem wir in die Stadt fahren können. Das ist der Lagerraum. Das ist der andere Lagerraum. Das ist das Bauernhaus. Okay, kurz erklärt, das ist der kaputte Traktor. Da hinten geht es zu den Feldern so. Und ja, hier haben wir das Aufgabenmenü. Wir können jetzt auf Bauer Hans klicken, den wir auch gerade spielen. Wir können ihn mit WASD steuern und halt durch dieses Aufgabenmenü. Dann können wir hier aussehen, welches Gebäude wir welche Aktion wir ausführen wollen. Drücken wir Beet 1, umgraben. Dann macht der kleine Bauer das auch. Wie ihr das seht. Bäuerin Elif. Können wir hier unten raufklicken. Haben wir hier die Olle Elif. Die wird dann mal B2 umgraben. So. Am Anfang dauert das noch alles ein bisschen länger, weil man nur zwei Arbeiter hat. Und weil man halt ganzen Felder umgraben muss und einpflanzen und gießen und so. Ich frage mich gerade, wieso man das nicht hört. Normalerweise macht das doch immer Geräusche. Na egal. Okay, Bauer Hans ist jetzt fertig. Dann können wir den da oben wieder auswählen. Beet 1 wird er mal Saat ausbringen. Futterrübensamen. Und hier sieht man dann, wenn man auf die Beete klickt, sieht man Saatreife 1, Bodendünger 0, Durchfeuchtung 0, Unkrautwachstum 3, Bodenfestigkeit 4. Und halt bei allen Beeten geht das so. Und die Elif ist jetzt auch kurz fertig. Lassen wir sie auch mal Futterrüben aussehen. Hier haben wir die zentrale Kamera. Und unsere Hundis. Die Schafe, wenn man, also man kann so auf jedes Tier raufklicken und so. Da sieht man Wolle. Das gibt, hat schon 37 Wolle. Wenn das 100, also 37, wenn da 100 steht, dann kann man halt die Schafe scheren. Genauso wie ist das bei der Kuh mit der Milch. Bei den Hühnern mit den Eiern. Da haben sie bis jetzt 0. Und Schwein mit der Mast, also Mastreif und so. Man mästet die ja und dann verkauft man die. Okay, Bauer Hans wird Beet 1 einmal gießen und Bäuerin Elif wird B2 gießen. Ja, da Strohballen und hier ist Milch und da Eier und da sind auch noch die Samen, also für die Beete. Ja. Lalalala. So, jetzt hau rauf, komm. Bauer Hans meine ich, Hauerbanz, düngt das Feld und euren Elif düngt das auch. Hans und Elif, die beiden. Ja. Ups. Oh, kurz die Aufnahme unterbrochen, aber
das war echt nicht mit Absicht. Fünf Minuten haben wir noch. Und dann sind die ersten beiden Beete jetzt auch erstmal fertig. Also lassen wir es erstmal wachsen. B2 und also B3 und 4 mache ich noch nicht. Saatreif. Ich werde jetzt erstmal hier die Kuhgehege ausmisten und Schweinegehege und so. Was ist das? Schassgehege? Scheiße. Bisschen um die Tierchen kümmern. Fertig, glaube ich, und er auch gleich. Das ist ja ganz gut. Dann darf sie jetzt mal das Schweinegehege Futter auffüllen. Hä, was macht? Was? Okay, komisch. Na ja, egal. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Also das eben. Also mit dem Hängen und so. Okay, Bauer Hans, Schweinegehege ist fertig, Kuhgehege, das macht sie, und Hühnerstall, kann er mal ein paar Körner reinschmeißen. Und Bauer Hans, Hühnerstall, kann er Wasser auffüllen, und die Olle Elif haut hier noch auch nochmal Wasser rein. Und dann kann er auch gleich mal den Gänseteich Futter auffüllen. Und sie kann Kuhgehege ist fertig, Schweinegehege ist fertig, Hühnerstall ist fertig. Gänseteich ist auch fertig und Schafsgehege nur noch ausmisten. Aber Hans, Schafsgehege, Futter auffüllen. Bäuerin Elif kann Schafsgehege Wasser auffüllen. Ist echt spannend. Also am Anfang ist das noch so ein bisschen langweilig, aber später wird das wirklich sehr interessant. Na okay, ist halt jedermanns Geschmack, ne? Nicht jedermanns Geschmack. Ich finde das Spiel lustig. Also wenn man mal nichts Besseres zu tun hat und es draußen regnet, man trotzdem Spaß an der Natur haben will. Na okay, richtig Spaß. Okay, wenn man nichts Besseres zu tun hat, kann man dieses Spiel gerne spielen. So. Kostet nur 3 Euro beim Mediamarkt, also gute Schnäppchen. Hier sehen wir unser Geld. Im Moment haben wir 50 Taler und unsere Samen und Dünger und alles halt so, was wir haben. Bauer Hans, B3 Saat ausbringen, Mogulsamen. Bauerin Elif, B4 Mogulsamen. Musik ist auch sehr besänftigend. Jo, gießen. Ich kann gleich mal gucken, weil die Hühner, die scheinen da echt Spaß zu haben. Die legen da sehr schnell Eier. Ja, seht ihr, jetzt sind da schon Eier. Ich werde die gleich mal ablesen. Also rausnehmen, nicht jetzt so lesen. Blindenschrift oder so.
Und Bauer Hans gießt dann gleich mal Beet 4. Oh, ich muss den Part jetzt, also ich muss nicht, aber ich werde den Part jetzt mal beenden, weil wenn man HD rendert. Und dann dauert es mal so lange hochzuladen und... Ach, die spielen weiter. Scheiße. Naja, egal. Kann man das nicht irgendwie pausieren, das Spiel? Also so Pause, vielleicht auf Pause. Nein. Naja, egal. Warten wir noch kurz, bis die hier fertig sind. Hier bringt ihr das jetzt in das Häuschen. Da sind jetzt schon Eier drin. Hier ist das, was wir an Mohrrüben, Futterrüben, Mohrrüben oder so also unsere Erträge. Hier ist Milch von Kühen, da haben wir leider noch nichts und ja. Ich werde jetzt den Part hier mal beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.